Honigperlen, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der dich bei deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter. Ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du mit dabei bist. Warum andere dich viel positiver wahrnehmen, als du es selbst tust. Oder anders gesagt, warum du viel besser, liebenswerter, hübscher bist, als du eigentlich denkst. Im heutigen Podcast geht es um dieses Thema und um sogenannte Wahrnehmungsverzerrungen, Denkfehler, die genau dazu führen. Zum einen ist es völlig normal, dass wir uns fragen, was andere über uns denken. Das liegt in unserem Naturell. Es ist unmöglich, dass wir uns ganz von unseren Mitmenschen abgrenzen. Das wäre auch schade, denn wir leben in Gemeinschaften. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch nicht gut, wenn sich alles nur noch darum dreht, was andere über uns denken und wir uns beginnen zu verbiegen oder es anderen immer recht zu machen. Aber bleiben wir mal bei diesem Punkt, dass es in Ordnung ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, was andere denken. Und da gibt's eben die gute Nachricht, dass andere uns in der Regel viel positiver wahrnehmen als wir selbst. Und woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass andere sich erst gar nicht so viele Gedanken über uns machen, wie wir immer glauben, und dadurch erst gar nicht so in unsere Schwächen oder in unsere Makel hineinzoomen. Warum? Weil sie vermutlich damit beschäftigt sind, sich damit zu beschäftigen, was wir oder andere über sie denken. Und zum anderen sehen uns unsere Mitmenschen meist klarer, als wir es selbst tun. Was meine ich damit? Wenn es um unser Selbstbild geht, leiden wir sehr oft unter sogenannten Wahrnehmungsverzerrungen. Und die meisten dieser führen dazu, dass wir uns wesentlich negativer sehen, als wir sind. Egal, ob es sich dabei um unsere Beine, um den Eindruck, den wir bei jemandem gemacht haben, oder unsere Leistungen handelt. Wer sich über diese Wahrnehmungsverzerrungen bewusst wird und sie auflöst, der lebt wesentlich zufriedener mit sich selbst und er strahlt es natürlich auch aus, was das Fremdbild, das er auf andere hat, natürlich auch positiv beeinflusst. Aber das Wichtigste ist, dass wir, wenn wir diese Denkfehler auflösen, damit aufhören, unseren Selbstwert zu sabotieren und dadurch uns selbst nicht mehr länger unglücklich machen. Wir beginnen mit der ersten Wahrnehmungsverzerrung oder dem ersten Denkfehler. Bei diesen handelt es sich eher um eine Wahrnehmungsverzerrung und es geht um unsere negativen Überzeugungen, anders gesagt um unsere Glaubenssätze. Wenn jemand zum Beispiel glaubt, er sei nur ein kleiner Wicht, er sei nichts Besonderes, er hat keinen Respekt verdient, er ist sowieso nicht gut genug, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er von seiner Umwelt, von seinen Mitmenschen genau diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen ständig bestätigt bekommt. Jedes Mal, wenn ihn erneut jemand schlecht oder respektlos oder von oben herab behandelt, fühlt er sich in seinem Glauben bestätigt. Was der Betroffene jedoch nicht bemerkt ist, dass sein Unterbewusstsein im Außen stets nach einer Bestätigung seiner inneren Überzeugungen sucht, während er Dinge, die gegen seine inneren Überzeugungen sprechen, gar nicht oder viel weniger intensiv wahrnimmt. Also das, was wir im Inneren tragen an Überzeugungen, nach dem halten wir im Außen noch Ausschau. Alles andere sehen wir nur verwaschen. Aus der Alltagspraxis kennst du das vielleicht mit dem folgenden Phänomen: Wenn du Ausschau hältst nach roten Autos, fallen dir die blauen und die grünen gar nicht mehr auf. Und schon glaubst du, dass die ganze Welt aus roten Autos besteht. Und genauso verhält es sich auch mit den negativen Überzeugungen, den negativen Glaubenssätzen, die du über dich selbst in dir trägst. Und das ist fatal für deinen Selbstwert, denn jedes Mal, wenn du durch deine verzerrte Wahrnehmung darin bestätigt wirst, dass du zum Beispiel nicht gut genug bist, wird dieser sabotierende Glaubenssatz stärker. Aber das kannst du verändern, indem du deinen
Wahrnehmungsfilter erneuerst. Wenn dein Glaubenssatz lautet, ich bin nicht wertvoll, dann halte für mindestens 21 Tage Ausschau, bewusst Ausschau nach Beweisen, die auf das Gegenteil hinweisen, nämlich dass du wertvoll bist. Was könnte das sein? Zum Beispiel Komplimente, Lob von deinem Mitmenschen, die Gesten deines Partners, die ausgestreckten Arme deines Kindes, eine Freundin, die sich freut, wenn du anrufst und so weiter. Das ist jetzt ein klitzekleiner Auszug auch aus meinem Buch, denn genau darum geht es darin, wie du Glaubenssätze wirklich bis in die Tiefe auflöst, wie du endlich wieder spürst, wie wertvoll du bist. Also auch hier für alle, die es noch nicht gelesen haben, Spiegel-Bestseller, mein neuestes Buch, es ist ein Geschenk, dass es dich gibt. Jetzt kommen wir zur zweiten Wahrnehmungsverzerrung. Und zwar führt Stress dazu, dass sich unsere Wahrnehmung verändert. Alles, was uns begegnet, wenn wir übermüdet, unausgeglichen oder gestresst sind, erscheint uns um ein Vielfaches negativer. Das ist der Gesichtsausdruck des Partners, der eigentlich neutral ist und dann plötzlich störrisch oder provokant wirkt. Die Antwort der Freundin auf unsere Frage, die fühlt sich abweisend oder unehrlich an. Die Menschen, denen wir im Job, auf der Straße oder im Supermarkt begegnen, sind alle ausgenommen schlecht drauf oder scheinen gar ein Problem mit uns zu haben. All das kann passieren, wenn du dich gestresst fühlst, und auch der Blick auf und selbst fällt in diesem Fall extrem negativ aus. Die Wohnung erscheint kleiner, weniger gemütlich, die Zufriedenheit mit deinem Spiegelbild sinkt und das, was du leistest, das scheint dir auch nicht mehr gut genug und so weiter. Die Lösung ist in diesem Fall einfach und gleichzeitig schwierig. Mach Pausen, entspann dich, tu Dinge, die dich entspannen. Ja, das bewirkt tatsächlich Wunder, wenn es um dein Selbstbild und die Zufriedenheit mit deinem Selbstbild geht. Denk mal an den letzten Urlaub oder an einen Tag, an dem du besonders gelassen und glücklich warst. Und vermutlich warst du da mit dir selbst, mit deinem Tun, mit deinem Aussehen, deinem Spiegelbild viel zufriedener als sonst im Alltag, wenn du gestresst bist. Und das ist der Beweis, dass Stress unsere Wahrnehmung negativ verzerrt, vor allem unser Selbstbild. Also achte auf deinen Energiehaushalt und lege regelmäßig Termine für Entspannung oder andere Dinge, die dir gut tun, ein. Die dritte Wahrnehmungsverzerrung oder der dritte Denkfehler, Generalisierung. Bei dieser kognitiven Verzerrung legen wir einen Moment oder eine Sache auf unser ganzes Leben um. Und das passiert vielen von uns beinahe täglich. Ich habe mal zwei Beispiele. Du machst seit einigen Wochen wieder regelmäßig, sagen wir dreimal die Woche, Sport. Gestern aber warst du so müde und hattest solchen Heißhunger, dass du die Laufrunde ausgelassen hast und dafür einen großen Becher Eis gegessen hast. Dann sagst du wahrscheinlich laut oder in Gedanken zu dir selbst, ich bin immer so undiszipliniert. Nie halte ich etwas durch. Meine Betonung geht auf immer und nie. Du sagst dir, ich bin immer so undiszipliniert und nie halte ich etwas durch, obwohl es offensichtlich nicht wahr ist, dass du immer undiszipliniert bist und obwohl du schon viel in deinem Leben durchgehalten hast, generalisierst du. Du versuchst dich, unbewusst natürlich, durch solche Sätze selbst davon zu überzeugen, dass du nicht gut genug bist und zerrst deinen Selbstwert in den Keller. Diese Generalisierung in Bezug auf uns selbst passiert leider sehr häufig, vor allem auch, wenn wir einmal einen Fehler machen. Im Nu tauchen dann all die Erinnerungen an bisherige Malheure und Situationen, in denen unsere Schwächen dominierten, auf und schon sagt die innere Stimme, du kannst nie etwas richtig machen und du bist generell nicht sehr klug, du bist generell nicht gut genug. Alle Erinnerungen an die tausend Dinge, die wir richtig gemacht haben, die verblassen in diesem Moment. Und schon sinkt der Selbstwert immer tiefer und immer tiefer und wir fühlen uns immer unwohler und immer schlechter in unserer eigenen Haut. Das Bewusstsein über diese fiese Verzerrung kann uns in solchen Situationen helfen, die Perspektive zu wechseln. Wenn du dich bei dem Gedanken, ich mache immer alles falsch, bei mir passiert nie etwas Positives oder niemand mag mich ertappst, empfehle ich dir innezuhalten und zu hinterfragen, ob diese Schlussfolgerungen wirklich wahr sind. Vermutlich fallen dir dann sogar einige Erfahrungen und Beispiele ein, die das Gegenteil belegen, wenn du dich bewusst darauf fokussierst. Und der vierte Denkfehler,
der dein Bild über dich selbst verschlechtert und dadurch natürlich auch dich selbst unzufrieden und unglücklicher macht, ist, was andere über dich denken. Das ständige Nachdenken darüber, was andere über dich denken. Denn meist kommen wir zu einer negativen Schlussfolgerung. Tag für Tag machen wir uns ja tausende Gedanken darüber, was andere über uns denken. Tausende sind natürlich zu viel, aber ich gehe mal davon aus, von einem Menschen, der einen niedrigeren Selbstwert hat und viele Selbstzweifel. Zum Beispiel, du ziehst einen Rock an und du begutachtest deine Beine kritisch, weil du sie zu dick oder zu dünn oder vielleicht auch zu dellig findest. Und deine Befürchtung ist jetzt, andere könnten das genauso sehen und genauso darüber denken. Oder anderes Beispiel, du möchtest Feierabend machen, aber dein Schreibtisch ist noch voll und deine Kollegen sind auch noch im Office. Und deine Sorge ist, wenn du jetzt gehst, denken sie, du machst dir einen Lenz, ich arbeite nicht genug und so weiter. Sie werden dann über mich schimpfen und schlecht über mich denken. Weiteres Beispiel. Du willst Nein zu etwas oder zu jemandem sagen. Deine Angst ist, dass der andere denken könnte, du seist egoistisch oder hättest ihn nicht gern genug. Also sagst du ja. Oder anderes Beispiel. Du denkst Depressionen, Panikattacken oder psychische Erkrankungen. Du denkst, dass andere über dich denken können, wenn du so etwas hättest, dass du verrückt bist, dass du nicht normal bist, dass sie einfach schlecht über dich denken und dich verurteilen könnten. Und das sind alles Gedanken, die du dir machst, ohne dass du im Außen eine Bestätigung bekommst. In Wahrheit nämlich haben wir überhaupt keine Ahnung, was andere über all diese Dinge denken. Niemand von uns kann Gedanken lesen. Ich zum Beispiel würde niemals denken, dass ein Nein von dir etwas mit mir zu tun hat und schon gar nicht, dass es egoistisch ist. Ich denke außerdem, dass fast jeder Mensch eine psychische Erkrankung natürlich in unterschiedlicher Ausprägung hat und finde es wertvoll und hilfreich, darüber zu sprechen. Was will ich damit sagen? All das, worüber wir uns sorgen, was andere denken, ist ein Produkt unserer eigenen Gedanken. Wir selbst schlussfolgern, was andere denken. Vielleicht liegen wir ab und an richtig, aber in 90% aller Fälle liegen wir falsch. Lass dir diese Erkenntnis auf deiner Zunge zergehen und mach sie dir bewusst, wann immer du Gefahr läufst, dir zu viele Gedanken darüber zu machen, was andere denken, vor allem negative Gedanken. Außerdem, hier nochmal zum Schluss, in der Regel machen sich die meisten Menschen ziemlich wenige Gedanken über uns, sondern sind damit beschäftigt zu überlegen, was wir über sie denken. Sei nachsichtig mit dir, das ist hier ganz, ganz wichtig. Bewusstsein kann uns dabei helfen zu verändern und dennoch können wir über Jahre antrainierte Denkfehler bzw. Wahrnehmungsverzerrungen nicht sofort auflösen. Liebevolle Geduld mit uns selbst sowie regelmäßiges Training sind hier wesentlich. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst und endlich dir die volle Kraft der Selbstliebe freisetzen möchtest, dann verweise ich dich wieder in meine Shownotes, wo du den Link findest zu meinem Herzensprojekt Selbstliebe-Lehrgang nur für dich oder Selbstliebe-Trainer. Außerdem möchte ich dich heute auf ein Gewinnspiel hinweisen, ein Gewinnspiel für alle, die mein Buch bereits haben, mein neuestes Buch, es ist ein Geschenk, das es dich gibt, oder die sich holen möchten. 4 Wochen lang geht das Gewinnspiel. Du kannst mein Buch bewerten, ganz einfach auf Amazon. Dabei ist es völlig egal, wo du es gekauft hast. Du kannst es trotzdem auf Amazon bewerten und eine kurze Rezension schreiben und dann an uns schicken an die Adresse team@honigperlen.at. Ich verlinke das Gewinnspiel ebenso noch in den Shownotes und freue mich, wenn du dabei bist. Herzlich danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Melanie.